Let's Play Mass Effect 3. Willkommen zurück. Wir haben Frieden zwischen Geth und Koriana gemacht. Ich freue mich ohne Ende. Wie wir sehen, effektive militärische Stärke ist jetzt auch schon der Beutel voll. Und ich gucke jetzt mal, nach dieser Aktion könnte es doch durchaus sein, dass wir hier Gespräche führen müssen können oder dass wir wieder ein bisschen Briefe haben. Eines riesigen Dreschschlucks. Genau so ist das. Wir haben Commander, Admiral Hackett ist in der Einsatzzentrale über Videoleitung verfügbar. Na und? Status-Update. Ungültige Extranet-Domain. Geth-Programme in Hardware-Kennzeichnung. Legion hat verlangt, dass über Shepard Commander Runtime-Update über Plattform-Status erhöht, wird durchgeführt. Fragliche Plattformen befinden sich in Server 02241 bis 14511, stationiert auf Ranoch. Streitkräfte der Schöpfer verhindern Transfer der Plattformen auf Geth-Transportschiffe. Einstellung des Schöpfer-Geth-Konflikts erforderlich, um Shepard Commander und ausgewiesene Verbündete zu unterstützen. Warte auf Update des Konfliktstatus. Wahrscheinlich müssen wir das vom Spectre-Terminal machen. Tali Zora, Shepard, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich zu Adams aufs Maschinendeck gehen werde. Solange ich bei Ihnen bin, kann ich dort am besten helfen. Schauen Sie bitte mal vorbei, wenn Sie Zeit haben. Shalaran Vasranoch, Commander. Dank der Unterstützung durch die Geth hat unsere Flotte fast wieder ihre alte Stärke. Wir haben uns darauf konzentriert, bei Evakuierungen zu helfen und die turianische Flotte zu unterstützen, während die Geth die Reaper ärgern. Trotz des neuen Friedens hielten wir es für unklug, durch zu große Nähe unserer Truppen einen wie auch immer gearteten Vorfall zu riskieren. Admiral Xen sagt, dass das Tigel-Projekt gut voranschreitet, obwohl sie selbst mit den technologischen Möglichkeiten des Geräts unzufrieden zu sein scheint. Sie ist zwar exzentrisch, aber auch brillant. Hoffentlich findet sie einen Weg, die Funktionalität zu verbessern. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Sie Hahn zum Einlenken bewegen, Commander. Kümmern Sie sich in meinem Namen um Tali Zora. Kayla Selai, Admiral Shalaran, was war noch? Gespräch über Quarianerkrieg. Von Diana Alas. Nach dem, was wir gerade durchgemacht haben, ist das vielleicht schwer zu glauben, aber dem Rest der Galaxie ist nicht bewusst, dass die Quarianer in den Nebel eingedrungen sind, geschweige denn einen Krieg gegen die Geth geführt haben. Wir sitzen hier auf einem wichtigen Ereignis der Geschichte. Ich habe Material von allen Beteiligten, nur von Ihnen nicht. Darf ich Sie für eine Stunde in Ihrer Kabine besuchen und Ihre Gedanken auf Video aufnehmen? Diana. Na gut, machen wir das doch. Kann man mit dir reden? Ich habe gehört, nee. Sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf uns geschossen. Joker ist völlig irre Manöver mit der Normandy geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart. Vor allem, wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Zuerst wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend. Richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte Ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte Sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen. Glückwunsch, Trainer. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Okay. Dann gehen wir als erstes mal ein Interview. Ein Interview. Alas einladen. Trainer, können Sie Diana Alas raufschicken? Sie will mit mir reden. Sie ist unterwegs, Commander. Sie haben bestimmt 1 Million Fragen. Ich habe sie auf 40 begrenzt. Mal sehen, wie Sie mit den wichtigsten 10 zurechtkommen. Commander, als wir das letzte Mal von den Geth hörten, griffen Sie mit der Sovereign die Citadel an. Ja, und das war eine Minderheit innerhalb der Geth. Die meisten sind uns nicht feindselig gesonnen. Erklären Sie damit, dass Sie jetzt Verbündete sind und nicht mehr gefährliche Roboter, die Menschen fehlen? Sie müssen endlich erkennen, dass die meisten Geth trotz ihres Rufs nicht gewalttätig sind. Die Quarianer haben sie angegriffen. Die Geth haben sich nur verteidigt, so wie jede organische Spezies es tun würde. Wir haben die Geth aus der Kontrolle der Reaper befreit und jetzt wollen sie Rache für ihre Versklavung. Aber sie bekämpfen mit einer Armee synthetischer Wesen die Reaper, die perfekt hacken können. Was hält die Reaper davon ab, die Geth umzuprogrammieren, wie schon einmal? Die Geth sind sehr intelligent und haben lange über eine Lösung dieses Problems nachgedacht. Sie wenden sich nicht gegen uns. Darauf wette ich mein Leben. Und hier die Frage eines Batarianers auf Omega. Commander Shepard, wenn die Massenportale zerstört werden können,
Habe ich etwas übersehen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Reichen Sie Ihre Story jetzt ein? Das mache ich später. Der Einstieg ist gut und das Ende habe ich auch. Ich brauche nur was Handfestes im Mittelteil. Nein, ich bin Liara Troy. Ich will Sie nicht aufhalten. Wenn Sie nichts dagegen haben. Sagen Sie der Galaxie, was passiert ist. Sie kann gute Nachrichten gebrauchen. Zu Befehl, Commander. Ich bin so eine treue Seele. So, Standard vorgehen. So, ich gehe mal aufs Kriebedeck. Schauen wir mal, ob Schatzi was zu sagen hat. Oder ob es sonst irgendwelche Sachen gibt, die ich machen kann. Wieder ein Reaper weniger und Frieden zwischen Geth und Quarianern. Es ist erstaunlich. Und jetzt hat mein Volk eine Welt, für die es kämpfen kann. Etwas, von dem sie wissen, dass es ewig Bestand hat. Solange Sie und die Geth ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis bewahren. Sie sind nicht länger unsere Diener. Ich weiß nicht, wie wir sie nennen sollen. Verbündete? Freunde? Dafür gibt es auf beiden Seiten noch zu viele Wunden, aber vielleicht eines Tages. Oh, was haben wir denn da alles? Elektronische Signatur von Golly. Ladenrabattbonus. Ich will einen Ladenrabattbonus. Was kann man da? Schildverstärker. Ich nehme ein Schild. Aufladetempo der Kräfte. Verbesserte Geth-Widerstände. Schildstärke-Bonus. Nehmen wir das. Und. Komm, Munitionskapazität, oder? Nehmen wir mal Waffenschadenbonus. Genau. Die Migrantenflotte und die Kriegsschiffe der Geth haben sich Admiral Hackett angeschlossen. Was haben wir da? Schmugglerunterlagen, junges System. Agent Maron hat Unterlagen von Schmugglern über einen Frachter der Athabasca-Klasse an die Behörden im junges System geschickt. Ach, da sind Nahrungsmittel, Platin. Die Behörden werden den Frachter in 2 Stunden aufbringen. Auf Ersuchen des Brokers hat sich die Regierung von Jungis bereit erklärt, den Sklaven Asyl zu gewähren und im Austausch für künftige Gefallen das Bürgerrecht zu geben. E-Mail von Jacob Taylor an Dr. Bryn Cole. Ich vermisse dich, Bryn, aber ich bin froh, dass du wieder dort bist. Die Kämpfe werden hart, wenn wir mit dem Tigel aufbrechen. Leute, die wissen, dass ich früher bei Cerberus war, zeigen mir die kalte Schulter. Ich kann es ihnen nicht verdenken, schon gar nicht nach den Ereignissen auf der Citadel. Immerhin konnte ich anderen Soldaten beibringen, wie Cerberus kämpft. Denn trotz neuer Ausrüstung hat sich ihre Taktik nicht geändert. Ich liebe dich, Bryn. Pass auf dich auf. Korrespondenz eines geheimen Allianzprojekts. Dr. Locke, ich habe an dem Problem gearbeitet, das Sie mir gestern Abend geschickt haben, und ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden, wie man die Energieschübe des Tigels synchronisieren könnte. Geben Sie den angehängten Neuentwurf der Kondensatoren in Ihre Simulation ein. Die Aktivierungszeit des Masseneffektfeldes sollte damit auf 3,6 Millisekunden kürzer ausfallen, und was das bedeutet, ist Ihnen ja sicherlich klar. Nach einer Freigabe durch Sie würde ich die Pläne zur Fabrikation schicken. Wir bräuchten bis morgen früh etwa 250.000 Stück zu Testzwecken, Dr. Cole. E-Mail von Sergeant Kavanagh an Sergeant Itchy. Würden Sie bitte nächstes Mal vorher sagen, dass die Geth jetzt unsere Freunde sind und wir nicht auf die großen Roboter schießen sollen? Ich hätte fast in die Hosen gemacht, als diese Kommandanten plötzlich vom Himmel fielen und sich auf die Reaper gestürzt haben. Wir haben ein paar Schüsse auf sie abgegeben, bis wir bemerkt haben, dass sie nicht zurückschießen. Und dann kommt einer rüber zu uns und sagt, sie seien verbündete Unterstützung und fragt nach unserem Status. Ich beschwere mich ja nicht, sie haben immerhin meine Crew gerettet, aber ich werde nie darüber hinwegkommen, dass ich mich bei einem Geth entschuldigen musste, weil ich ihm eines seiner verdammten Lichter weggeschossen habe. Auch immer cool, diese Sachen. So. Also mit Tali können wir ganz bestimmt ein Gespräch führen, könnte ich mir vorstellen. Garrus? Shepard, unterwegs mit der Normandy, da gibt's keine Langeweile, was? Meldungen von Palavan? Ja, und sie gefallen mir gar nicht. Die Kroganer können trotz voller Truppenstärke die Reaper nur bremsen, aber nicht aufhalten.
Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Neues von Ihrer Familie? Aber Primarch Victus wollte meine Meinung zur Flottenstärke nach Fertigstellung des Tigels hören. Hä? Es ist immer noch komisch, wenn mich jemand sowas fragt. Hat da jetzt irgendwas gefehlt? Was haben Sie gesagt? Wir müssen irgendwann entscheiden, ob wir weiterhin Pelavin verteidigen oder in die Offensive gehen wollen. Beides geht nicht? Nicht bei unseren Verlusten. Wie gesagt, es ist komisch für mich, sowas gefragt zu werden. Sie wissen, was Sie tun, Garrus. Bestimmt. Das kann jeder sehen. Mag sein, aber man versucht ewig dazuzugehören und wenn es endlich klappt, ist es anders als erwartet. Wie das? So viele Fragen. Und von jeder Antwort hängt immer gleich 1 Million Leben ab. Man tut sein Bestes mit den vorliegenden Informationen. Genau wie bei C-Sicherheit. Sie haben recht. Aber langsam begreife ich, warum die Galaxie hin und wieder kaltherzige Diktatoren braucht. Sie setzen Dinge durch. Und die Konsequenzen sind ihnen gleichgültig. Vermutlich brauchen wir das jetzt, Shepard. Eiskalte Berechnungen. Hier sterben 10 Milliarden, damit dort 20 Milliarden leben können. Sind wir dazu bereit? Sind Sie's? Wenn wir den Krieg auf Zahlen reduzieren, sind wir nicht besser als die Reaper. Zugegeben, Sie haben Frieden zwischen Geth und Quarianern gestiftet. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Den gibt es immer. Nur ist meistens der andere Weg, der schwierigere Weg. Und darauf lassen sich dann viele nicht ein. Halt, Moment. Mal schauen, ob Ashley wieder besoffen ist. Ashley ist auf der anderen Seite. Beeindruckend, dass Sie beide Gruppen zusammengebracht haben. Ja, danke für den Kommentar. Wie ich gehört habe, trinkt der Unbekannte Bourbon. Tali Zora, was Normandy? Unmöglich. Nein, stimmt wohl doch. Hey Tali, wie geht's? Oh, ich hab sie nicht gehört. Ich hab gerade Nachrichten von der von Runoch bekommen. Früher habe ich jede neu gefundene Technologie an die Flotte geschickt. Das sollte ich jetzt wohl mit landwirtschaftlichen Proben machen. Ich weiß gar nichts über Feldanbau. Wie macht sich Ihr Volk? Es ist verrückt. Die Geth helfen, errichten Unterkünfte, die Energieversorgung. Innerhalb von Wochen. Wir würden Jahre brauchen. Geth laden sich sogar in die Anzüge quarianischer Freiwilliger hoch. Sie schreiben Umweltfunktionen um und stärken unser Immunsystem. Ist das überhaupt möglich? Die Geth sind Software, keine Hardware. Sie können sich von einem Körper in alles transferieren, was genug Rechenleistung hat. Sie imitieren Infektionen und der Wirt passt sich an, ohne krank zu werden. Im Prinzip wie eine Impfung. Die Quarianer müssen also keine Anzüge mehr tragen? Es scheint unmöglich, aber so ist es. In einigen Jahren brauchen wir sie dank der Geth nicht mehr. Vielleicht behalten wir sie trotzdem an, als Teil unserer Kultur. Aber ein Riss wäre dann kein Todesurteil mehr. Dank der Geth gibt es heute auf Runoch quarianische Kinder, die gesund und stark aufwachsen können. Das haben Sie ihnen zu verdanken. Nein, ich hätte die Geth ohne Zögern getötet und mich kolossal geirrt. Danke. Na, aber immer doch. Ich kann nicht glauben, dass mein Volk mit den Geth zusammenarbeitet. So, ich laufe trotzdem mal noch ab. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwer noch was quatschen will. Und wieder ist ein Reaper gestorben. Sie stellen unter Beweis, dass die Menschen fähige Soldaten sind. Aber ich zweifle an diesem Frieden, den sie da gestiftet haben. So etwas kann es zwischen Maschinen und organischen Wesen nicht geben. Ich hätte die synthetischen Wesen ohne Zögern vernichtet. Und die Quarianer...
Wir können nur hoffen, dass sie verlässliche Verbündete sind. Es ist schwierig, einer Spezies zu vertrauen, die sich hinter Masken verbirgt. Tja, was sollen sie denn sonst machen? So sterben sie. Hornochse. War hier auch noch wer? Ich bin hundemüde. Ich brauche einen Klappstuhl oder sowas. Commander? Die wollte mit mir Sex haben. Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen hatte ich das gemacht. So, Kampfinformationszentrum. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was wir denn überhaupt gerade alles haben. Ah, möchte unter Vierer Ding. Eine Militärausbilderin der Asari bietet die Texte aus der Bibliothek von Anschau. Beschaffen Sie die Texte im Nimbus Cluster und bringen Sie auf ein Nimbus Cluster. Das können wir mal noch eben machen, würde ich sagen. So, wo ist denn der Cluster? Treibstoffreaktoren? Nimbus. Hä? Habe ich das vielleicht schon? Ich hab doch 100% da. Da kann doch gar nichts mehr sein. Ah, Messana. Schauen wir, ob in Messana noch was ist. Gucken wir mal. Scheint nicht. Wurscht, okay. Dann will ich mal gucken, was mit diesem Treibstoff war. Bevor wir dann auf die Normandie gehen, da bin ich mir auch gespannt. Das ist dann, was darum kommt, das ist der nächste DLC von Mass Effect 3. Die kenne ich auch noch nicht. So, wir nehmen mit Tali und Ashley. Nicht Tali und Ashley, es ist Liara und Ashley. Ich werde es mir nie merken. Was ist denn das für ein Shit jetzt schon wieder? Warum werden da meine Waffen nicht gespeichert? So, das da. Genau. Nehmen wir die mit. Geth Plasma, nee. Ich nehme die da mit. Und da passt. Nee, passt nicht. Ich will die Paladin. Genau. Shepard, seit 72 Stunden sind die Reaktoren eines Turianer Asari-Treibstoffdepots offline. Scans der Station sind kalt. Sie ist verlassen. Was ist mit den dort stationierten Truppen passiert? Unbekannt. Aber kein Treibstoff bedeutet keine Flottenpräsenz. Der Feind kann ungehindert operieren. Sie müssen da rein, rausfinden, was los ist und die Reaktoren wieder online bringen. Captain Riley macht vor Ort die erste Aufklärung. Sie leitet eines unserer besten Technikerteams. Wir gehen der Sache auf den Grund, Admiral. Gut, Hackett Ende. Commander, Corporal Nierick. Captain Riley ist vor Ort und wartet auf Sie. Okay. Wie lange sind Sie schon mit? Nimm mal die Pistole. Corporal. Weitermachen.
Strahlungswarnung, Commander. Auf jeden Fall vermeiden. Ja. Wir brauchen eine Umgehungslösung für die Strahlung, Soldat. Captain Riley, Status. Commander, es ist mir eine Ehre. Wir konnten auf die Reaktorloks zugreifen und haben das hier gefunden. Commander, Captain Riley hat mich die Anlage scannen lassen. Es ist ein System mit zwei Reaktoren. Sie müssen sich also in zwei Teams aufteilen. Verstanden. Die Brennstäbe beider Reaktoren müssen entriegelt werden, bevor ein Neustart eingeleitet werden kann. Ihr Weg ist im Moment blockiert. Captain Rileys Mann arbeitet an der Beseitigung der Hindernisse. Danke für den Statusbericht. Erledigt, Captain. Gute Arbeit, Kraslow. Umgehungslösung eingerichtet, Commander. Bringen Sie Ihr Team zu Reaktor 2 und halten Sie Funkkontakt. Verstanden. Wir geben Ihnen Deckung, bis Sie in Sicherheit sind. Ah. Navigationsfehler. Team 2 zieht sich zurück, Commander. Viel Glück, Captain. Hier ist etwas Furchtbares geschehen. Was war Ihr erster Hinweis darauf? Die Anspannung in Ihrem Gesicht, Lieutenant Commander. Weiterhin wachsam bleiben. Okay. Navigationsfehler. Aha, okay. Ah, jetzt komme ich da auch durch, okay. Ich sehe die Steuerung für die Brennstäbe, aber die Strahlung blockiert den Zugang. Hier sieht's genauso aus. Ich werde versuchen, den Bereich zu entlüften. Mach ich das hier? Das sieht aus wie eine Belüftungssteuerung. Damit müsste es gehen. Strahlung zurückgegangen. Konsole jetzt zugänglich. Dann entriegeln wir jetzt die Brennstäbe. Dann mal schnell hin. Energie wiederhergestellt. System bereit. Brennstäbe hier entriegelt. Moment mal. Commander, Captain, da bewegt sich was in Ihrer Nähe. Oh oh. In Verteidigungsstellung. Feind nähert sich. Wir sind bereit. Ach komm. Penner. Oh, hinter mir. Keiner sagt was. Riley, Status. Ein Mann verloren, aber Bereich gesichert. Warnung, Kühlmittel. Lex entdeckt. Reaktoren 1 und 2. Systemneustart nicht möglich. Ich sehe Sie. Sie müssen alle Bremssubstanztanks versiegeln. Ich sehe die Tanks von Reaktor 2. Rücke vor okay, zum Versiegeln. Wie komme ich da hin? Wieso haben die Reaper denn das gemacht hier? Tank 1 versiegelt und stabil. Das Ausbessern scheint zu klappen. Wir haben nur noch einen vor uns. Tank 2 versiegelt und stabil. Commander, der Kern hat sich stabilisiert. Reaktivierung kann fortgesetzt werden. Riley, sind Sie in Position? Bestätige. Erwarte Ihre Befehle. Leite Neustart ein. Commander, Captain, ich registriere jede Menge Bewegung in Ihre Richtung. Achtung, Feind! War doch klar. Wir haben Selbstgesellschaft, Commander. Sie kommen von oben. Warte. Penner da oben. Au. Einfach angeschlichen, Krüppel. Tank 2
So, jetzt kehrst der Kotz. Ashley. Ash, Ihr Job. Alles klar. Komm her, du Rohling. Im Moment sind Sie sicher, Commander. Aber ich erreiche Captain Riley nicht. Was ist mit Ash? Nichts, Commander. Shit. Niemand antwortet auf meine Funksprüche. Aber ich registriere Bewegungen in Richtung Exfiltrationspunkt. Schließen Sie den Neustart ab, dann können wir uns dort treffen. Alles klar. Okay. Neustart abgeschlossen. Reaktor vollständig hochgefahren und betriebsbereit, Commander. Ich habe Ash jetzt nicht in den Tod geschickt, wobei bei so einer Mission kann ich mir das nicht vorstellen. Ach, da ist er ja. Hallo. Commander, Sie haben uns gerettet. Mein Team steht in Ihrer Schuld. Gute Arbeit. Machen Sie Meldung bei den Shuttles. Gute Arbeit da unten, Shepard. Ohne das Depot wäre der gesamte Kriegsschauplatz gefährdet. Wie stehen die Chancen, dass die Reaper zurückkommen? Eine Einsatztruppe wird die Anlage betreiben und verteidigen. Wenn die Reaper kommen, sind wir bereit. Ich habe Captain Rileys Bericht gelesen. Sie hätte es ohne sie nicht geschafft. Ich habe gerne geholfen. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Hackett Ende. Jetzt rede ich nochmal mit ihm. Oder? Rede ich nochmal mit ihm? Oder rede ich nicht mehr mit ihm? Nein, ich kann gar nicht mehr mit ihm reden. Nee. So, jetzt checken wir nochmal. Boah. Tja, dann. Würde ich sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's zur Citadel. Vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.